Es gibt einen nachwachsenden Rohstoff, der die Lösung für die meisten der drängenden Probleme in unserer Gesellschaft heute sein könnte. Dieser Rohstoff ist eine uralte Kulturpflanze. Sie ist die Basis oder könnte die Basis sein, muss man sagen, richtigerweise für einen Ersatz von sämtlichen Kunststoffen aus Erdöl. Sie könnte ein Ersatz sein für die Treibstoffe aus Erdöl. Sie könnte ein Mittel sein, um Kleidung herzustellen, um Papier herzustellen, und zwar Papier, das nicht mit den Jahren kaputt geht. Auf diesem Papier aus dieser Rohstoffpflanze wurde zum Beispiel schon die Bibel geschrieben, die Gutenberg-Bibel. Diese Pflanze könnte auch viel für Nahrungsmittel verwendet werden. Sie enthält unglaubliche Omega-3-Öle. Sie kann zur Nudelherstellung verwendet werden, man kann Brot backen damit und man kann vor allen Dingen auch Medizin machen damit. Sie enthält wunderbare medizinische Wirkstoffe. Die Rede ist von Cannabis sativa, der Hanfpflanze. Jetzt wird man sagen, diese Hanfpflanze ist ja wunderbar, aber warum wird sie nicht verwendet? Der Grund ist ganz einfach, den findet man wie immer beim Geld. Die Hanfpflanze war vor Jahrtausenden schon bekannt, wurde im ersten chinesischen Arzneimittelbuch schon erwähnt, bei Hildegard Bingen erwähnt, und zum Beispiel die Gründerväter in den USA haben Hanf angebaut. Die Hanfpflanze war auf dem Vormarsch und überschritt in Anfang der 30er Jahre in den USA die Million-Dollar-Umsatzgrenze, was damals noch wirklich viel Geld war. Leider kam der Aufstieg der Hanfpflanze dann den auch aufstrebenden Konzernen in die Quere. Es gab bereits Papierindustrie. William Hearst hatte große Wälder gekauft, um seine Papierindustrie zu finanzieren. Und er hatte gleichzeitig ein Medienimperium aufgebaut. Es gab damals auch schon die aufstrebende Pharmaindustrie. Aspirin war längst patentiert worden und man forschte an der synthetischen Herstellung aller möglichen Medikamente. Es gab die Baumwollindustrie, es wurden schon Maschinen hergestellt, die Baumwolle verarbeiten können, und die Investoren haben da viel Geld hineingesteckt. Das hätte man bei der Hanfpflanze auch machen können, aber das ist leider nicht passiert. Jetzt fragt man sich, ja, das ist ja immer noch kein Grund. Leider sind die Verflechtungen zwischen Konzernen und Politik auch damals schon sehr eng gewesen. Ein großer Investor bei DuPont, nämlich Andrew Mellon, war gleichzeitig Finanzminister und hatte zufällig einen Verwandten, Harry J. Anslinger, der in der Drogenbehörde saß. Und dieser Verwandte hat dann mitgeholfen, über den Umweg von Marihuana, was ja ein anderer Begriff für Cannabis ist, und zwar der Slang-Ausdruck, den die Sklaven in den Südstaaten benutzt haben, wenn sie abends ihr Pfeifchen geraucht haben. Über diesen Umweg wurde das Cannabis diskreditiert. William Hearst hat mitgeholfen mit seinem Medienimperium und hat Schauermärchen verbreitet über die Pflanze Hanf noch nicht, über Marihuana erst einmal. Und es war dann so, dass Marihuana schon in den Köpfen sehr, sehr einen schlechten Ruf hatte. Und man hat irgendwann das umgewälzt auf den Hanf. Und Hanf wurde praktisch durch die Hintertür kriminalisiert. Nicht einmal die amerikanische Ärztevereinigung hat da rechtzeitig darauf hingewiesen, dass hier etwas passiert, was eigentlich nicht sein dürfte. Ende der 30er Jahre wurde dann Marihuana und auch damit die Hanfpflanze in das Suchtmittelgesetz aufgenommen und verboten. Das wäre noch nicht so schlimm, in Amerika verboten zu sein, aber dieser Harry J. Anslinger hat Karriere gemacht und wurde auch dann in die UN-Drogenbehörde berufen und hat es geschafft, dass Hanf unter dem Suchtmittelgesetz weltweit verboten wurde. Soweit die Geschichte. Von dieser Verunglimpfung hat der Hanf sich bis heute nicht erholt, was natürlich sehr schade ist.
Bei uns geht es heute um einen Aspekt der Hanfpflanze, und zwar um die medizinischen Wirkstoffe. Dazu habe ich eingeladen ins Studio Mario Danne. Er ist Obmann von Legalize Europe und eingetragener Cannabis-Patient. Sehr herzlich willkommen, Mario. Auch bei mir im Studio ist Dr. Dara Koper. Er ist Prüfarzt beim Land Salzburg, zuständig für 10 Krankenhäuser. Und dein Spezialgebiet ist auch die Onkologie in diesem Bereich. Auch sehr herzlich willkommen. Dankeschön. Und meine Wenigkeit, ich bin Eva Maria Griese. Ich bin Sendungsmacherin, eigentlich in der Radiofabrik, und habe heute die wunderbare Gelegenheit bekommen, hier im FS1 im freien Fernsehen eine Sendung zu, zugegeben, meinem Lieblingsthema zu machen. Ja, dann wollen wir mal damit anfangen, darüber zu reden, was sein könnte, wenn Cannabis legalisiert wird. Mario arbeitet mit seinem Verein in diese Richtung, und es gibt seit kurzem eine gute Nachricht, auch in Österreich einen legalen eingetragenen Verein, nämlich den Cannabis Social Club, der sich für die Legalisierung von Cannabis in der Medizin einsetzt. Mario, du bist stellvertretender Obmann von Cannabis Social Club Salzburg. Was ist euer Anliegen? Was wollt ihr erreichen? Mit dem Cannabis Social Club wollen wir erreichen, erstmal eine medizinische Versorgung der Patienten selbst. Das heißt, wir wollen nicht mehr, dass Patienten verfolgt werden oder dass Patienten sich auf den Schwarzmarkt begeben müssen. Da natürlich einer, der selbst mit Schmerzen behaftet ist, der möchte auch nicht auf Politik oder auf Wunder warten, sondern der wird immer an seinem eigenen Körper sehen, was hilft mir am besten. Und wir wollen eigentlich diese Menschen wollen wir vor Polizei und vor Behörden schützen, indem wir einen Selbstversorgungsclub praktisch gründen, wo sich diese Leute unter behördlicher Aufsicht natürlich mit Ärzten zusammen, selbst mit Cannabis, ihrer Medizin versorgen. Da gibt es die Geschichte vom Gründer oder Initiator des Cannabis Social Club. Er heißt Willi Wallner. Er war nach einem Arbeitsunfall lange Zeit ein Schmerzpatient, ein chronischer Schmerzpatient, und wurde von seinem Arzt mit Morphium behandelt. Willi Wallner hat dann festgestellt, dass das Morphium zwar seinen Schmerz killt, aber leider auch in irgendeiner Form seine Gehirnzellen, und dass er immer mehr abbaut und im Grunde nicht mehr in die Gesellschaft integriert ist, weil er zu Hause bleibt, weil er sich gar nicht mehr raustraut. Das hat Willi Wallner in seiner Verzweiflung dazu veranlasst, mal zu googeln und zu schauen, was gibt es noch. Da stieß er auf Cannabis. In einer Situation, wie er war, morphiumabhängig, jahrelang Schmerzen, ist es einem egal, ob man damit eine kriminelle Handlung begeht oder nicht. Willi Wallner hat dann angefangen, Hanfpflanzen anzubauen. Er hat festgestellt, dass schon der Anbau und die Beschäftigung mit der Pflanze ihm enorm gut getan haben, und hat sich aus der Pflanze dann Tee gemacht, aus den Blättern. Er hat sich Hanfbutter gemacht und alles Mögliche. Und er hat auch angefangen, die weibliche Pflanze in einem Vaporisator zu inhalieren, um die Wirkstoffe zu inhalieren und um nicht rauchen zu müssen, weil das Rauchen ja auch wieder schädigt. Als er gemerkt hat, dass die Cannabispflanze ihm sehr viel besser helfen kann als das ganze Morphium und dass er vor allen Dingen keine Nebenwirkungen hat, hat er angefangen, sich Gedanken zu machen, ob das nicht für andere Patienten auch hilfreich wäre. Er hat aus seiner Therapie kein Hehl gemacht. Sein Arzt hat diese Therapie auch befürwortet. Er konnte es ihm nicht erlauben, dass er Cannabis nimmt, aber er hat es befürwortet. Und Willi Wallner ist natürlich dann auch mit der Polizei in Konflikt gekommen, weil er es nicht verborgen hat. Es wurden ihm mehrmals seine Pflanzen weggenommen und er hat sie immer wieder angebaut. Schließlich hat er sich dazu entschlossen, was zu unternehmen, hat einen langen Behördenweg in Kauf genommen
und hat es schließlich vor 3 Monaten circa war das, erreicht, dass er einen legalen, polizeilich genehmigten Verein gründet, den Cannabis. 17.3., ein denkwürdiges Datum, den Cannabis Social Club Salzburg. Und dieser Verein hat schon eine ganze Menge Mitglieder, die alle dazu beitragen wollen, das Ziel zu erreichen. Der Cannabis Social Club hat sich jetzt konstituiert und will daran arbeiten, in erster Linie, glaube ich, die Cannabispflanze wieder salonfähig zu machen. Sie überhaupt gesellschaftsfähig zu machen. Wie du schon von vornherein gesagt hattest, sie wurde halt über Jahre, über ziemlich 30, 40 Jahre, wurde sie verteufelt. Alle Medien haben dabei mitgemacht und genau ist das eigentlich jetzt auch der Stand der Dinge. Die Leute können nicht mal teilweise auseinanderhalten zwischen Hanf und Cannabis. Es gibt ja die industrielle Verwendung von Hanf und es gibt die medizinische Verwendung von Cannabis. Und es gibt natürlich auch irgendwo einen Missbrauch, der mit Cannabis stattfinden kann. Und das alles wird aber in einen Topf geworfen. Und das müssen wir jetzt gerade mal wieder ein bisschen auseinander dividieren. Und die Leute eigentlich, wir wollen die Leute jetzt erstmal darauf hinweisen, was ist ein Cannabis Social Club? Wie arbeitet ein Cannabis Social Club? Welche Sicherheiten sind da gegeben? Und da gibt es ganz, ganz viele Vorteile, auch gegenüber Ärzten, die an so einen Cannabis Social Club bringt. Ja? Wir müssen eigentlich wieder dahin kommen, wir sagen immer back to the roots. Die Natur hat uns das gegeben, damit wir das vernünftig nutzen. Und wir müssen jetzt mal wieder lernen, ein bisschen Eigenverantwortung und Eigenverantwortung dafür zu bekommen, mit unseren Pflanzen, mit dieser von der Natur gegebenen Medizin richtig umzugehen, was uns ja eigentlich vom Staat abtrainiert wurde. Ja. Und das wollen wir eigentlich jetzt mit den Cannabis Social Clubs so langsam wieder ins Leben rufen. Natürlich ganz viel Aufklärung machen, auch mit Ärzten, mit Behörden, mit Patienten, um einfach erstmal wieder die Akzeptanz in der Gesellschaft zu bekommen. Du bist eingetragener Cannabis-Patient. Was bedeutet das? Ja, ich habe, also ich möchte jetzt über mein Krankheitsbild vielleicht gar nicht sprechen, aber ich habe eine schwere Kindheit hinter mir, habe einige Sachen, wo ich mich jahrelang mit Medikamenten rumschlagen musste, habe dann irgendwann für mich selber erfahren, dass mir das sehr gut tut, wenn ich es in gewisser Weise anwende. Und bin dann irgendwann mal auf einen Arzt in Wien gestoßen, der Cannabis als Medizin bearbeitet. Es gibt leider in Österreich wie auch in Deutschland nicht viele Ärzte, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Drum ist es auch für Patienten sehr schwer, in dieses Thema überhaupt reinzukommen. Also man kriegt überall Tabletten verschrieben, was man haben möchte, grün, gelb, rot. Doch wenn man zu einem Arzt geht und sagt, ich habe da was und ich habe gemerkt, das hat mir geholfen und ich habe dadurch gar keine Nebenwirkungen und mir geht's gut, dann ist es schwer. Und genau an dem Punkt stehen wir. Ich habe mich dann mit diesem Arzt bin da hingegangen, habe über meine Krankheit gesprochen und dort wird man eingestuft, wie man das verträgt und welche Symptome man hat. Und ich bin dann eingestuft worden auf Dronabinol mit 2,5%. Und das nimmt man dann ein, genau zu den Momenten, wo man das halt auch selber glaubt. Das heißt, das ist jetzt gar nicht wie eine Tablette, wo ich sage, ich brauche morgens 3 und abends 3, sondern das ist wirklich ein Medikament, was ich auch ganz nach Bedarf einnehmen kann. Dronabinol ist jetzt ein synthetischer Wirkstoff? Dronabinol ist ein teilsynthetisch hergestelltes Cannabinoid, was in Öl gelöst wird und was man oral einnehmen kann. Das heißt, es ist ein chemischer Wirkstoff. Es ist dem Hanfwirkstoff nachgebaut, ja. Und es gibt ein Patent drauf. Es gibt ein Patent drauf. Im Grunde genommen ist das ja auch der Grund gewesen, warum man das überhaupt teilsynthetisch macht. Sonst könnte man ja gleich mit der Pflanze arbeiten. Das ist meine Frage. Ich nehme an, das Medikament ist nicht ganz billig. Das Medikament, da kostet eine kleine Flasche zwischen 140 und 180 Euro, je nach Region. Und je nach Anwendung ist es natürlich für Schmerzpatienten wie Willi eine relativ teure Geschichte. Also man kann sich das als Pensionist, so wie er, überhaupt nicht leisten.
Wie lange kommt man aus mit diesen 140 Euro? Also in der Dosierung, wie er das macht, circa braucht er 4 Flaschen im Monat. Das ist eine ordentliche Summe und es wird, nehme ich an, nicht von der Krankenkasse bezahlt. Es wird nur in den ganz seltensten Fällen von der Krankenkasse bezahlt und das sind wahnsinnig behördliche Schwierigkeiten, die einem da gemacht werden, wozu gerade auch diese kranken Leute gar nicht in der Lage sind. Und das vergisst, glaube ich, auch unser Gesundheitssystem ein bisschen, dass kranke Leute gar nicht die Kräfte haben oder die sich so zu mobilisieren und die ganzen Anträge und Laufereien, die man da hat, eigentlich zu ertragen. Ja. Aber die Samen anpflanzen und einmal zu experimentieren, das wäre den meisten Menschen wahrscheinlich möglich. Und vor allen Dingen die Kosten zu sparen für das chemische Medikament und das biologische zu nutzen. Ja, den Patienten wird es, also wir sind ja eigentlich unmündig gesprochen, so sage ich das immer. Uns als Patienten wird es eigentlich nicht mehr erlaubt zu sagen, was tut mir gut und das möchte ich gerne nehmen, sondern das bestimmt eigentlich der Arzt, der vor einem sitzt, zu sagen, das tut dir gut und das probiere jetzt mal. Und wenn das nicht gut tut, dann komm nächstes Mal wieder und dann kriegst du für mich eine andere Tablette. Das ist so eigentlich unser Gesundheitssystem, so wie ich das jetzt erlebt habe. Ja, also ich bin auch 10 Jahre rumgereicht worden. Ich habe also eine ganze Palette von Medikamenten ausprobiert. Obwohl ich gesagt habe von vornherein, was mir gut tut, heißt das, dass man ja sonst nicht therapiefähig ist, wenn man sich nicht dieser Medikamentenflut unterzieht. Und ja, somit wird man eigentlich gezwungen, das mitzumachen. Und irgendwann wird man dann mal als austherapiert bezeichnet. Mhm. Und dann kann man wieder auf seinen Cannabis zurückgreifen, heißt aber immer noch nicht, dass ich damit in der Legalität bin. Das ist jetzt das Stichwort für Dr. Dara Koper, Prüfarzt bei der Landesregierung und Fachgebiet Onkologie. Diese Diskrepanz zwischen künstlichen Cannabinoiden und der Pflanze, was sagt der Fachmann da dazu? Okay, also ich möchte erstmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Also fast jeder Patient und jede Patientin in Österreich mit Krebs wird gut behandelt. Ja, wenn Sie jetzt eine Diagnose kriegen, ja, dann bei Krebs spielt es ja, bei ganz, ganz wenigen Krebsarten müssen Sie jetzt dann morgen reinkommen. Ja. Bei den meisten Krebsarten spielt es keine Rolle, ob die Therapie jetzt anfängt oder in 4 Wochen anfängt. Sie kriegen auf jeden Fall innerhalb von wenigen Tagen aber einen Platz und Sie kriegen fast immer die beste Therapie. Ja? Und die beste Therapie ist in Österreich ist das wirklich, wird wirklich bezahlt. Ja, ja, also ja. Von daher, von den Kosten her, ist es nicht so ein Problem. Okay, und jetzt ist aber die Rede, ist glaube ich, Patient mit Krebs, mit chronischen Schmerzen. Oder austherapiert vielleicht auch. Okay, wir haben sehr viele Krebs-Langzeitüberlebende, vor allem wegen Krankenanstalten wie zum Beispiel Santa Anna, ja, die sind in der BFM-Studiengruppe, die haben wirklich Patienten, die haben 30 Jahre ihren Krebs überlebt oder sowas. Ja. Da hoffe ich nicht, dass es ein Problem ist, dass sie mit Schmerzen leben, aber wenn sie jetzt zu der österreichischen Brust- und Kolorektalkrebs-Studiengruppe gehen, da gibt es eben Damen, die haben Brustkrebs, mit einer einzelnen stabilen Knochenmetastase und die haben große Schmerzen. Ja? Und die Schmerzen müssen genommen werden. Das wird in Österreich gut gemacht. Mit welchen Mitteln? Ja, in der Regel mit, sagen wir mal, einfach Morphin, ja? Oder mit einem moderneren Morphin. Und die werden dann also wirklich regelmäßig gegeben, nicht bei Bedarf, dass der Schmerz nicht auftritt. Ja? Wie kommen die Patienten dann mit den Nebenwirkungen des Morphiums zurecht? In der Regel gut, aber einige kommen nicht zurecht. Und einige hätten gern eben Marihuana oder also Cannabis oder Haschisch. Das ist alles dasselbe, nicht? Marihuana, Haschisch und Cannabis. Ich finde auch immer so leichtfertig, wie Morphium heutzutage verschrieben wird, finde ich immer...
um Gottes Willen, ich bin ganz froh, dass es Ärzte gibt und dass es Medikamente gibt, die Menschen in Notsituationen helfen, Schmerzen zu lindern. Keine Frage. Ich möchte auch hier nicht sagen, dass alle Medikamente negativ sind oder dass die uns nicht helfen. Aber ich denke, die wenigsten Ärzte haben eine Ahnung davon, was es heißt, wenn ich 6 Monate oder ein Jahr Morphine zu mir nehme. Ich bin nämlich dann nicht mehr derselbe Mensch. Also du hast keinen Krebs, ja? Also in der Regel gibt es ein Tumorboard, ja? Wenn jetzt nicht ein Patient gerade auf dem Dorf lebt und sagt, ich will bewusst nicht zum nächsten Zentrum, ja? Gut, dann wird es eben mit Telemedizin oder was und der Arzt oder die Ärztin vor Ort behandelt, aber die meisten gehen doch zu dem nächsten Zentrum, ja? Und da gibt es fast immer ein Tumorboard, auch für die Schmerztherapie. Und das will ich nicht unter den Tisch kehren. Ja? Wenn Sie zurückdenken, 25 Jahre, da war der Kontrast zwischen Österreich und der Schweiz verglichen mit Deutschland schrecklich. In Deutschland mussten die Leute unter Schmerzen leiden. Mhm. Ja? Das ist heute in Deutschland nicht mehr so. Also die Deutschen geben jetzt auch stabile Krebspatienten, die Schmerzen haben, die kriegen tolle Schmerztherapie heute in Deutschland. Ja? Wenn der Patient jetzt sagt, ich möchte nicht mit den Nebenwirkungen, die ich eben habe von Morphium, leben. Ich möchte Cannabis, Cannabinoide ausprobieren. Kann der Mediziner das befürworten? Okay, also es ist natürlich möglich, ja. Es gibt auch wissenschaftliche Daten dazu, international, dass Cannabis ist gleich Marihuana, ist gleich Haschisch, nicht? Ist nicht gleich Joint, ja? Das ja, möchte das ich deutlich sagen. Ja? In Joint ist Tabak drin und das ist sehr, sehr gefährlich für Gesunde und Kranke. Ja? Also solange es kein Joint ist, soll es mir recht sein. Das ist meine persönliche Einstellung. Ja? Und ich denke, dass die meisten Krebsärzte und Ärztinnen und die meisten Chirurgen und Chirurginnen, die Krebspatienten behandeln, würden auch so sagen, schätze ich mal aus dem Bauch. Also ich kenne jetzt keine genauen Zahlen dazu, aber es wurde ja überprüft in wissenschaftlichen Studien und viele Krebspatienten kommen mit Marihuana ist gleich Cannabis ist gleich Haschisch gut aus. Ja? Jetzt ist es natürlich so, es gibt noch die juristische Ebene. Da möchte ich jetzt darauf zurückkommen. Die juristische Ebene, dass eben die Cannabispflanze nicht legal ist und verboten ist, weil sie angeblich so gefährlich ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Herr Polizeidirektor oder Frau Polizeidirektorin mich verfolgen würde, wenn ich einen Krebs mit Metastase habe und der sagt mir dann, sie nehmen Cannabis. Das weiß ich nicht, ob das hier vorgekommen ist. Ja, aber ich denke nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, das können sich leider viele nicht vorstellen, die damit nicht täglich konfrontiert werden. Die Menschen trauen sich auch nicht drüber. Also es gibt Leute, die verlieren Arbeitsplätze, Führerscheine, es werden Existenzen täglich zerstört in Österreich und Deutschland. Also ich glaube, einer, der sich mit dem Thema nicht wirklich befasst, ist da auch nicht ganz drin. Das Zweite, was ich sagen wollte, ich möchte das auch nicht auf Krebs reduzieren, weil Cannabis hilft bei ungefähr 50 Krankheitssymptomen. Stopp. Da wäre das schade, dass nur auf Krebs... Also, nein. Cannabis, wenn wir jetzt in medizinische Datenbanken schauen, mit einem kritischen Auge, ja? Mhm. Daten gibt es bei Krebs, Daten gibt es bei Multiple Sklerose, da kenne ich mich aber nicht aus, und Punkt aus. Alles andere sind Anekdoten. Ja? Mhm. Also da wird man, auch wenn man, also unser Nationalparlament, ja, auch wenn die wirklich sagen, wir machen jetzt heute alles für Cannabis, dann werden sie es eben nur für Krebs und Multiple Sklerose machen, weil sonst gibt es Anekdoten. Ja? Also ich bin ein Patient, ich habe Krankheit X und ich habe an die Zeitung einen Brief geschrieben oder eine medizinische Zeitschrift, das hat mir gut getan, aber das wird wirklich kein Universitätsprofessor oder Professorin überzeugen, ja? Während bei Krebs und Multiple Sklerose tatsächlich Daten gibt. Und bei Multiple Sklerose kann ich nicht mitreden, aber ich weiß, dass es die gibt. Ja? Also wenn wir schon auf EU-Ebene oder auf Österreich-Ebene die Gesetze ändern, dann wird es diese zwei Krankheiten sein. Ja?
Oder generell kann man politische Diskussionen führen, ob man Cannabis ist gleich Marihuana ist gleich Haschisch überhaupt freigibt. Ja? Da gibt es ja auch Argumente dafür. Das führt mich jetzt zu einer Relativation, einer Relativierung der Gefährlichkeit der Cannabispflanze und der Wirkstoffe, weil das ist ja der Grund, warum sie angeblich verboten ist, weil sie gefährlich ist, weil sie Sucht erzeugt. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer Statistik, jetzt habe ich Österreich genommen hier, die jährlichen Todesfälle in Österreich verursacht durch die Folgen von Tabakkonsum. Ja, Österreich tut gar nichts. Ja. 10.000 bis 14.000 Todesfälle, die auf Tabakkonsum zurückzuführen sind. Das Ganze beim Alkoholkonsum sind es etwas weniger, aber immer noch 8.000 Todesfälle. Wenn man die Suchtgifte hernimmt, die Drogen, wie die ganzen synthetischen Drogen, die ganze Bandbreite, sind in Österreich im Durchschnitt pro Jahr 170 Drogentote zu verzeichnen. Und Cannabis als Ursache für einen Todesfall ist in keinem Fall in Österreich nachgewiesen. Und weltweit, soweit ich weiß, auch nicht. Es gab da kürzlich einen Bericht von zwei Ärzten, die bei zwei jungen Männern den Herztod festgestellt haben nach Cannabiskonsum, also Herzversagen. Leider waren das wohl bezahlte Ärzte, weil diese Studie wurde von mindestens 4 Wissenschaftlern und Ärzten widerlegt. Es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, an welcher Todesursache diese zwei wirklich gestorben sind. Fakt ist, dass die einen Herzfehler hatten. Ach so, okay. Was aber jetzt der genaue Auslöser war, das kann man zu sehr ins Detail. Also von mir aus sind die zwei wirklich an Cannabis gestorben. Ja gut, verglichen mit so und so viel Tausend ist es winzig. Ja. Und wenn man bedenkt, dass Alkohol ja, bis auf vielleicht ein paar Wirkstoffe im Rotwein, die gesund sind, dass Alkohol keine medizinische Wirkung hat, keine positive, dass Tabakkonsum sowieso keine medizinische Wirkung hat. Ja, aber das ist eine gesellschaftliche Diskussion, keine medizinische. Ja? Das ist so ungefähr, wenn Sie sagen würden, was weiß ich, ja? Ist oben ohne erlaubt. Ja? Ich war in Frankreich an der Küste, da waren alle Damen oben ohne. Ja? Wenn wir das jetzt einen Salzacher See machen, dann ist wahrscheinlich hier die Hölle los. Ja? Ja, und daran stirbt auch keiner. Das ist einfach eine gesellschaftliche Diskussion. Manche Sachen sind gesellschaftliche Diskussion. Warum ist Österreich, hat keine Tabakgesetze wie England, USA, Italien oder die Türkei? Ja? Und ich rede gar nicht von Kalifornien. Ja? In Kalifornien dürfen Sie niemals in einem Lokal rauchen, egal, was dieses Lokal ist. Das kann also Garten sein, völlig frei, dürfen Sie auch nicht rauchen. Das ist ja auch weil Sie sagen dann, okay, wenn man dort rauchen würde, dann würde das nächste Lokal, das keinen Garten hat, sein Geschäft verlieren. Ja? Und bei uns aber dürfen die Lokale immer noch selber aussuchen, nicht? Gut, das führt uns jetzt aber zu weit. Ja, das sind gesellschaftliche Diskussionen. Ja. Und gerade diese gesellschaftliche Diskussion, finde ich, sollte doch angestoßen werden. Warum ist ein Wirkstoff in einer Heilpflanze oder in einer, der Mediziner, wenn wir jetzt widersprechen, bei Heilpflanze, ein Wirkstoff in einer jahrtausendealten Pflanze so geächtet und verboten, wenn er doch wesentlich weniger gefährlich ist als die anderen Suchtgifte, die keine gesundheitliche Relevanz haben? Oder keine, also ich würde persönlich mal schätzen, ja, also egal welches Land Sie jetzt nehmen, ausgenommen mal Nepal oder sowas, ja, alle waren ja paranoid gegenüber alle Suchtmittel. In den 50ern, 60ern war ja... Das ist entstanden. Ja, außer Zigaretten, Alkohol war wirklich alles, das irgendwie Sucht auslösen könnte, war völlig tabu. Ja? Sie sind also nicht mit der Situation konfrontiert,
ja, es kommt was neu her, sondern es ist schon verboten. Und es ist schon eine Hemmschwelle, etwas Verbotenes wieder freizugeben. Und diese Hemmschwelle muss überwunden werden, würde ich jetzt mal im Namen von also Cannabis-Club sagen. Ich sage mal, mir muss mal ein Politiker, ein Arzt, irgendeiner sagen, wer überhaupt eine Pflanze verbieten kann. Das ist für mich schon mal Punkt A. Es ist einfach ein Unding zu sagen, da wächst jetzt was und dann sollen sie sowas doch gar nicht mehr wachsen lassen. Aber komisch ist, es wächst ja trotzdem. Von daher sage ich mal, ich darf nichts verbieten, was auf dieser Erde wächst. Ja. Das ist zu extrem. Also wir haben auch viele Tiere verboten. Ja, die sind auch natürlich. Das macht aber der Mensch, weil er sich als Gott aufführt. Und der Mensch ist kein Gott. Der Mensch sollte das nutzen, was ihm gegeben wird. Und nur weil uns ein Bär in der Stadt stört, erschießen wir den natürlich. Das ist ganz klar. Ist aber nicht unbedingt im Naturgesetz. Ich denke, man sollte hier lieber auf den Menschen eingehen und auch nicht in andere Länder gucken. Andere Länder, andere Sitten. Wir leben jetzt hier in Österreich und in Deutschland. Und da sollten wir gucken, wem ist eigentlich damit geholfen. Geholfen ist mit dem Verbot eigentlich nur der Industrie oder die damit, also die dadurch jetzt gerade profitieren. Und profitiert ist nun mal gerade die Pharmaindustrie, die Ölindustrie und alle, die durch das Verbot von Cannabis Geld machen. Okay, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wer durch das Verbot von Cannabis Geld macht. Ja? Ich habe gar nicht gewusst, dass Cannabis verboten ist. Ich denke, man kann Hanfhemden kaufen. Stimmt das nicht? Es gibt den Industriehanf. Dann gucken Sie mal, was ein Hemd kostet. Der darf nur 0,2% oder Promille sogar diesen rauschhaften Wirkstoff enthalten. Es gibt in Österreich ein Hanftal in der Nähe von La an der Thaya. Eine ganze Region, wo sehr, sehr viel Nutzhanf angebaut wird. Die machen dort... Ich möchte das auch mal gerne erklären, weil das ist auch ganz wichtig für die Leute. Auch der Nutzhanf, der hat in den 30er Jahren ganz große wirtschaftliche Zwecke hier in Österreich gehabt. Es wurde nämlich jeder Bauer, der über eine Fläche, also der eine Fläche besitzt, der wurde verpflichtet, Hanf anzubauen, allein um die Wirtschaft zu retten. Erst der Einzug durch die Alliierten, der eigentlich die Baumwolle und das Erdöl eigentlich zu uns gebracht hat, die haben dafür gesorgt, dass auch der Hanf eigentlich nicht mehr angebaut werden kann. Dadurch konnte die Baumwolle, die wir nämlich heute alle tragen, hier aus China und Amerika. Okay, also ich kann nicht folgen. Es gibt ein Hanftal und es kann nicht angebaut werden, das stimmt nicht. Genau, lassen Sie mich bitte kurz zu Ende. Es wird nicht subventioniert. Das heißt, wenn ich ein Genmaisfeld anbaue, ja, von Monsanto am besten, dann kriege ich da Millionen für. Wenn ich aber ein Hanffeld mache, dann wird das nicht subventioniert. Es gibt kaum mehr Industrie, die das überhaupt verarbeitet. Das heißt, wenn ich als Bauer mein eigenes Feld anbaue, was nicht subventioniert wird, muss ich jetzt auch noch zusehen, dass ich das wahrscheinlich in China produzieren lasse, damit ich es in Europa wieder verkaufen lassen kann. Das heißt, wir machen uns lieber von Amerika, von der Baumwollindustrie abhängig, statt unsere eigenen Leute hier im Land zu subventionieren, damit unser Hanf, was hier wächst, auch wieder wirtschaftlich genutzt werden kann und dass das hier für alle Vorteile bringt und dass wir gerade in einer Krise stecken, das brauche ich vor keinem zu sagen. Das bringt mich jetzt aber dahin, dass ich nochmal die Unterscheidung festlegen möchte. Dieser Nutz- oder Industriehanf, der dort angebaut wird, der muss von staatlich kontrolliertem Saatgut angebaut werden, das nur einen ganz geringen Anteil an dieser psychoaktiven Substanz THC hat. Und sobald der Bauer die Samen nehmen würde und wieder die Samen anpflanzen, schafft es die Hanfpflanze in kürzester Zeit, den THC-Anteil wieder zu regenerieren. Das heißt, der Bauer muss jedes Jahr kontrolliertes Saatgut kaufen, um nicht über diese legitime Grenze von 0,2 THC zu kommen. Okay, aber wir schweifen komplett ab. Ja? Aber das ist der Unterschied. Also die Agrargesetze und Subventionen von USA und EU sind äußerst komplex, äußerst ungerecht. Ja, also jede Zeitung, die was auf sich hält, wie die Presse oder die Zeit oder was weiß ich, Financial Times, haben schon drüber geschimpft. Ja, okay, aber das trifft ja Saatgutbestimmung. Das trifft ja auch die Fischereipolitik, ist äußerst komplex. Ja, äußerst schwierig, äußerst ungerecht offensichtlich und man muss entweder zwei Anwälte beschäftigen, das bla bla bla.
Aber das trifft nicht nur auf Hanf zu, sondern es ist ein allgemeines Problem. Natürlich. Dass, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber vor 15 Jahren, glaube ich, war in der Presse ein Riesenartikel, ja, je größer das Feld eines Bauern ist, je reicher der Bauer ist, desto mehr Subventionen bekommt er. Und je nötiger er Subventionen hätte, um zu überleben, zum Beispiel Bergbauern, ja, die kriegen umso weniger. Ich weiß nicht, ob das heute noch stimmt. Aber wir kommen jetzt in eine Diskussion, die gehört hier nicht hier, weil das trifft nicht nur auf Hanf zu, sondern auf die ganze Agrarpolitik. In Spanien ist es so, dass es bereits hunderte dieser Cannabis-Social-Clubs gibt, die sehr kleinteilig organisiert sind, die regional ihre Pflanzen anbauen für Patienten, die vom Arzt quasi ein Art Rezept haben für den Konsum dieser Pflanzen. Ist das richtig so? Von Encode wurde damals der Verhaltenskodex und die Idee der Cannabis Social Clubs ins Leben gerufen. Und in Spanien gibt es mittlerweile über 100 Clubs, die aber nicht für Cannabis als Medizin rein das machen, sondern die haben einfach, sonst waren nur immer Coffee Shops bekannt aus Holland. Und dieses Cannabis Social Club war eigentlich eine Selbstversorger-Idee. Und das hat sich in Spanien sehr gut durchgesetzt. Und jetzt sind die eigentlich schon so drauf, die haben einen super Club zum Beispiel in Barcelona, wo durch die Einnahmen des Cannabis Social Clubs die Medizinpatienten kostenlos mitversorgt werden. Das heißt, dort entstehen Sachen, die kann man sich hier noch nicht mal im Entferntesten vorstellen. Das ist ja auch ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, absolut, der da brach liegt. Im Arbeitsplätze, die da dranhängen. Also, und wenn man diese Milliarden, von denen hier die Rede war, die in die Drogenbekämpfung gesteckt werden, aber nichts bringen über die Jahrzehnte, weder in den USA noch sonst wo, wenn man die jetzt investieren würde in die Forschung über Cannabinoide, wäre das nicht sinnvoller auch im Auge des Mediziners, der sich ja mit seinem Eid dem Wohle des Patienten verpflichtet hat und nicht dem Wohl der Pharmaindustrie? Also es ist sicherlich, gibt es sehr gute Daten über Krebspatienten, sei es mit traditionellen Schmerzmitteln, sei es mit Cannabis, die gibt es. Ja? Und der Arzt in diesem Beitrag gerade hat ja eins der Hauptunterschiede genannt, also wenn man Cannabis nimmt als Krebspatient, dann wirkt es appetitanregend, was ja für viele Krebspatienten und Patienten ein Problem ist. Ja. Cannabis. Sehe ich das richtig? Bei meiner Schwiegermutter war das so, die hatte mehrere Chemotherapien gemacht und war aufgrund der Nebenwirkungen nicht mehr in der Lage zu essen, weil der Magen nicht mehr mitgespielt hat. In diesem Falle würde das helfen. Ja. Also es gibt zwei Bereiche bei Krebs, wo es Daten gibt für Cannabis. Das eine ist die Schmerzbehandlung, das andere ist die Behandlung von Nebenwirkungen der Chemotherapie. Und die Chemotherapien sind ja viel besser geworden in den letzten 30 Jahren. Ja, die sind wirksamer, aber die Nebenwirkungen sind da. Also Übelkeit und Erbrechen und so weiter und so fort und Appetitlosigkeit. Und da gibt es auch Daten, dass Cannabis gegen die Appetitlosigkeit wirkt. Ja? Mhm. Das Problem ist wirklich ein politisches. Ja? Also es muss die Diskussion geführt werden. Genauso, sagen wir mal, lassen wir homosexuelle Damen und Herren sich heiraten. Mhm. Ja? Das ist jetzt aber so, dass es so eine Diskussion muss geführt werden, weil machen wir Cannabis völlig frei und Ende der Diskussion oder nicht. Aber die wird eben leider nicht geführt und dann wird es auf die Medizin verschoben. Ja. Also die Medizin kann das nicht lösen. Ja. Cannabis wirkt bei Krebs und bei MS-Patienten gibt es auch Daten. Mhm. Was sollen wir jetzt tun? Aber wir sind eben nicht Abgeordnete oder Zeitungsmacher oder irgendwas. Die Gesellschaft muss diese Diskussion führen. Ja. Genauso wie die Homo-Ehe oder was weiß ich. Es gibt ja auch Legalisierung der Prostitution, nicht? Die Gesellschaft wird diese Diskussion aber erst führen, wenn sie ein Bewusstsein entwickelt hat
dafür, dass es hier ein Potenzial gibt, das nicht genutzt wird. Würde ich jetzt mal sagen, daran arbeitet ihr ja auch. Also ich denke mal, wenn man die Zeitungen und das Fernsehen einfach in den letzten 5 Jahren betrachtet, dann wird man sehen, dass wir schon ganze Arbeit geleistet haben. In sämtlichen Umfragen, in sämtlichen Tests, die gemacht werden, steigt ständig die Bevölkerung. Wir haben mittlerweile in Österreich schon 40, knappe 50%, die eigentlich für eine Freigabe von Cannabis sind. Wir haben natürlich auch noch Gegner oder Leute, die einfach mit dem Thema noch nicht sich genug beschäftigt haben. Für uns als Legalisierer stellt sich auch gar nicht mehr die Frage, ob wir das legalisieren sollen, sondern nur wann machen wir das und wie, auf welche Art machen wir das genau. Denn die Leute, die täglich Schmerzen haben, die Leute, die für sich erkannt haben, dass es ihr Medikament ist, dass sie damit wieder lachen können, leben können, essen können und schmerzfrei leben können, die werden nicht auf ein Gesetz warten, was ihnen erlaubt, das zu nehmen. Diese Millionen Menschen werden das auch ohne Gesetz tun. Die Politik muss endlich erkennen, dass Verbote nichts bringen und dass das rausgeschmissenes Geld ist und dass sie im Grunde genommen nur Menschen damit quälen. Und das, was wir jetzt gerade machen, das ist die gesellschaftliche Akzeptanz fördern. Und ich denke mal, das machen wir auch durch unsere heutige Fernsehsendung. Also im Grunde macht ja auch der Cannabis Social Club sowas wie Lobbying für eine Kulturpflanze. Ganz genau. Und kürzlich im Radio war die Rede davon, dass in der EU, im Parlament, auf jeden einzelnen Abgeordneten, der da sitzt, 20 Lobbyisten kommen. Und die sind von der Pharmaindustrie oder von der Kunststoffindustrie, von diversen Konzernen. Ja. Und dort ist nicht ein einziger, der sich für die Kulturpflanze Hanf einsetzt. Also ist allein schon Synonym für den Irrweg, den wir gehen. Aber es wird keine Lobbyisten geben gegen Cannabis. Ja? Weil, also, das Kontermittel, ja, was man statt Cannabis verschreibt, außer das, was jetzt schon erwähnt wurde, ja, in der Regel kriegen ja Patienten mit sehr starken Schmerzen ja, irgendein Opioid. Ja? Okay, und die sind spottbillig. Also die sind wirklich spottbillig. Wir reden hier von ASS-Niveau. Ja? Das ist, also billiger geht es überhaupt nicht. Also Aspirin, mehr, Acetyl, Salicylsäure. Ja, billiger geht es überhaupt nicht. Es kostet so gut wie nichts. Ist es billiger, als die Hanfpflanze wäre? Das weiß ich nicht. Ja, das muss man doch herstellen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben keine einzige Hanfpflanze gesehen. Ja? Ich wusste bis vor ein paar Monaten auch nicht, wie sie ausschaut. Also eine Hanfpflanze, da braucht man nur Luft, Sonne und man muss zuschauen, wie sie wächst. Okay, aber es wird schon was kosten, nicht? Also, sag mal, ich wäre jetzt Krebspatient mit Schmerzen und ich bitte dich um Haschisch. Ja. Du gibst mir doch sicher nicht geschenkt her, oder? Doch, natürlich. Okay. Ich meine, ich darf das jetzt natürlich nicht, aber im Grunde genommen kann jeder an Samen oder an Stecklingen oder was weiß ich drankommen und kann sich seine Hanfpflanze ganz normal aufziehen. Ja. Es ist wesentlich leichter wie eine Apotheke mit Rezeptgebühren. Okay, also was ich sagen wollte ist, ihr braucht keine Angst zu haben, dass in Brüssel irgendwelche Lobbyisten herumgehen. Ja, Hanf darf ja nicht legalisiert werden. Das ist äußerst beruhigend. Das ist äußerst, äußerst unwahrscheinlich. Ja. Na, Sie möchten natürlich aber das patentieren. Das ist, ich denke mal, alles, was... Also Sie wollen vielleicht einzelne Moleküle aus der Pflanze patentieren. Das ist was anderes. Ganz genau. Und es gibt noch einen Zugang zu Cannabis, den sich die Wirkstoffe suchen, die einen Zugang zum Menschen. Und zwar haben alle Lebewesen ein Cannabinoid-System. Das ist ein Rezeptorsystem, das quasi funktioniert wie ein Schlüsselloch und in das ganz genau die Wirkstoffe der Cannabispflanze hineinpassen. Die docken da an und aktivieren das körpereigene Immunsystem. Sehe ich das richtig? Ja, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Also wir verfügen schon über Jahrtausende über dieses Cannabis-System. Also auch die Leute, die glauben, Igitigit Cannabis, die sollten sich das jetzt nochmal ganz gründlich überlegen, denn auch Polizisten und Staatsanwälte verfügen über dieses Cannabis-System. Das heißt, im Grunde genommen docken diese Stoffe, die wir da zu uns nehmen, die Cannabis-Patienten zu sich nehmen,
nur an dieses System an und drehen den richtigen Schlüssel rum. Ja. Das hört sich sehr gut an. Was sagt der Mediziner dazu? Also wir haben in unserem Gehirn sogenannte endogene Systeme. Ja. Und diese endogenen Systeme, die belohnen uns oder sie unterdrücken Schmerzen. Ja. Und wenn da jetzt ein von außen zugeführtes Medikament oder Pflanze in das endogene System passt, ja, dann reagiert das endogene System, als ob es vom Körper kommt. Ja? Ja. Und es gibt ein, wie du richtig gesagt hast, ein endogenes Cannabinoid-System. Und in dieses System, ich habe es aufgeschrieben, passt Delta 9 Tetrahydrocannabinol. Also es kriegt das THC, ja, abgekürzt THC, das passt da rein. Das ist übrigens auch der Grund, diese endogenen Belohnungssysteme, warum Leute heroinabhängig werden. Ja? Das ist ein endogenes System, wo Heroin hineinpasst und die fühlen sich total glücklich. Ja? Heroin ist jetzt per Definition? Das ist ein Suchtmittel. Ja? Also ein Suchtgift, aber was ist der Grundstoff, der Wirkstoff? Heroin ist Heroin, das heißt so. Es gibt Opium. Es ist nicht natürlichen Ursprungs. Heroin ist abgeleitet von einem anderen Molekül, das in einer Pflanze vorkommt. Ja? Und die Pflanze, wie er richtig gesagt hat, ist die Opiumpflanze. Ja? Und da drin sind Morphinverbindungen und da kann man in der Küche, also in der chemischen Küche, dann daraus Heroin machen. Ja? Und dieses Heroin macht abhängig, weil der Körper, wie bei Alkohol, abhängig wird oder weil der Süchtige das Gefühl haben will wieder, das er eben hat mit Heroin? Also diese endogenen Belohnungssysteme, ja, die werden entführt, so wie politische Gefangene entführt werden. Ja. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel THC, ja, entführt das nicht so stark. Ja. Ich kenne also keinen Arzt und keine Ärztin, die jetzt wirklich sagen würde, um Gottes Willen, der ist ja süchtig und kaputt oder sowas. Ja? Aber Heroin entführt dieses System extrem stark. Man kommt nicht mehr davon weg. Ja? Oder noch besser, Crack, man kommt überhaupt nicht mehr weg. Ist die gefällt nur dieses Thema. Die Suchtgefahr, aber wir schweifen jetzt ab. Ja. Die Suchtgefahr ist je nachdem, was man nimmt, gering, mittelstark, stark oder sehr stark. Und wir bleiben bei Cannabis. Ja? Ist gering, Punkt aus. Ist ja? gering. Ist gering. Also ich denke mal an, was er gerade sagt, diese Glücksmomente oder so, die empfindet, das kennt auch jeder Mensch, wenn man zum Beispiel mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug springt oder irgendwas Tolles erlebt oder auch sogar eine Praline isst, das ist nämlich Zucker, auch die setzen ihre Rezeptoren an und geben uns unsere Glücksgefühle. Das heißt, man kann also von ganz vielen Sachen im Leben süchtig werden. Das kann sogar Eifersucht sein, Computersucht, Arbeitssucht. Kaufsucht. Also wir können jetzt noch eine halbe Stunde reden. Ich denke mal, da liegt es immer wieder dran, wie wird in der Gesellschaft damit umgegangen? Wird das ein Tabuthema oder wird damit überhaupt gelernt, umzugehen? Ja? Und wir lernen eigentlich nur mit Tabletten umzugehen, aber nicht mit Naturheilstoffen. Und Tablettensucht oder auch Tablettenvergiftung auch ist ja auch eine... Entschuldigung, aber ich muss schon sagen, ja, Tabletten sind einfacher. Ja? Also jetzt, wenn mein Hausarzt zu mir kommt und sagt, essen Sie Tomaten und Gurken und nicht Wurst, ja? Oder bla bla bla. Oder eine Tablette. Ja. Also es ist schon so, dass es auch einiges gegen Cannabis spricht, ohne dass irgendjemand dafür kann. Ja? Es ist einfach keine Tablette. Ja? Eine Tablette kann ich schlucken und brauche nicht. Aber ich komme mal zu der Suchtgefahr zurück. Ja, ja, bitte. Also die Psychiater haben eine Liste von Diagnosen und wie sie die Diagnosen erstellen. Und fast jeder Psychiater auf der ganzen Welt hält sich dran. Ja? Das nennt sich DSM-4. Ja? Es gibt auch mittlerweile ein Update, der heißt DSM-5, richtig erraten. Das verwendet aber fast kein Mensch, weil er umstritten ist. Ja? Kein Psychiater, keine Psychiaterin verwendet es. Und das hat aber nichts mit Cannabis zu tun. Ja? Also der umstrittene Teil ist ganz woanders. Okay. Ja?
Wenn wir jetzt DSM-4 nehmen, was immer noch die meisten verwenden, ja, dann gibt es dort eine Krankheit, Cannabis-Abhängigkeit, so heißt das. Ja? Mhm. Und da gibt es Kriterien, wenn man das feststellt und pipapo. Und es gibt also Publikationen von Langzeitanwendern von Cannabis, dass höchstens einer in 11 abhängig wird. Ja? Das ist nicht so groß, die Gefahr. Genau. Weil wenn ich jetzt an Alkohol denke, Leute, die jeden Tag Alkohol trinken, da ist die Zahl eben größer als einer in 11, ja? Dass sie abhängig werden. Darf ich Sie mal kurz was fragen, wodurch entsteht Ihre Meinung Sucht eigentlich? Also man hat Publikationen bei verschiedenen Suchtarten. Mhm. Ja? Ich kenne die Publikation bei Cannabis. Ja? 50% des Risikos ist mit genetischen Faktoren verbunden. Genau. Ja? Und es gibt auch, ich habe mal das in einem Dokumentarfilm gesehen, ich kenne jetzt keine Daten dazu, da gab es, in diesem Dokumentarfilm wurde gesagt, die Anzahl von Süchtigen ist höher, falls sie eine schlechte Kindheit gehabt haben, so ganz schlechte, genau. Ja? Mhm. Also sexuelle Belästigung oder sowas. Da kenne ich nicht die Zahlen, aber es gab so einen tollen Dokumentarfilm und das wurde glaubhaft dargelegt und passt auch so, glaube ich, mit unseren Alltagserfahrungen zusammen, nicht? Ich kann Ihnen ganz was anderes erzählen, ja? Also wenn Sie jetzt Morphin oder irgendwas Medizinisches, das daraus abgeleitet wurde, zu Patienten geben, die das nie gehabt haben, ja? Nicht? Mhm. Auch da wird fast, also kaum jemand abhängig. Ja? Mhm. Wenn Sie das wirklich jetzt Tag für Tag geben, dann wird es ja wirklich geachtet in den Krankenanstalten, dass es jeden Tag zur selben Uhrzeit regelmäßig gegeben wird, dass die keine Schmerzen haben bei Schmerzpatienten. Ja? Da wird kaum jemand süchtig. Also bei Sucht spielen sicherlich genetische Faktoren eine Rolle. Ich glaube, diesem Dokumentarfilm Schreckliche Kindheit steigert das vielleicht. Mhm. Aber die Gefahr ist bei Cannabis gering, also da brauchen wir nicht zu reden. Ja. Das ist beruhigend. Ich möchte jetzt diesen Suchtfaktor noch einmal herunterbrechen auf ganz eine niedrige Ebene. Mhm. Wer regelmäßig Alkohol konsumiert, wird alkoholsüchtig. Wenn er das über lange Zeit ist, schädigt er seine Leber, die Haut wird geschädigt und so weiter. Wer raucht, das Gleiche, da wird abhängig von einem Stoff, der ihm nicht gut tut. Wenn jetzt jemand aber, sagen wir mal, dieser eine von 10 Cannabis abhängig wird, von einem biologischen Stoff, der ihm hilft, seine Schmerzen oder Depressionen oder was auch immer zu bekämpfen oder vielleicht sogar zu beseitigen, wo ist da jetzt die Tragik bei der Sucht, bei der Cannabissucht? Der Alkohol schädigt, das Rauchen schädigt, die Kaufsucht schädigt das Konsum, also, aber die Cannabissucht schädigt ja nicht den Körper. Also ich kann schon die Kritiker von Cannabis verstehen. Ja. Und ich kann verstehen, dass es einen Bedarf gibt für eine gesellschaftliche Diskussion, aber die Cannabissucht ist sicher keine Diskussion wert. Ja? Das ist jetzt aber ein gutes Argument. Ja. Also erstens ist die Cannabissucht nur nachgewiesen bei Leuten, die es Tag ein, Tag aus seit Jahren genommen haben und da ist es jeder Hälfte. Ja. Es ist, also ich kenne keine Daten, dass jetzt, wenn jetzt jemand Krebs hat und dann mit Cannabis anfängt, dass er überhaupt irgendeine Person abhängig geworden wäre. Und wenn Sie das habe ich noch nie gehört. Wenn ja. jetzt jemand wirklich, sagen wir mal, abhängig ist und jeden Tag 2 Joints raucht oder 3. Also Joints bin ich sehr dagegen, weil das ist oder Tabak das, drin. Ja, okay, genau. Richtig. Also okay, keine Zigaretten. Ja. Na, also wir sollten mal, sorry, aber wir müssen unterscheiden zwischen Süchten. Es gibt eine körperliche Abhängigkeit und es gibt eine psychische Abhängigkeit.
Bei Cannabis tritt keine körperliche Abhängigkeit auf, wie zum Beispiel bei Morphin, bei Heroin oder bei ganz vielen anderen Medikamenten. Bei Cannabis gibt es nur eine psychische Abhängigkeit und da entsteht genau, oder das ist genau aus diesem Problem, was wir gerade erwähnt haben. Süchte oder gerade Cannabissucht, die entsteht, die muss man eigentlich im Vorhinein bearbeiten. Das heißt, wenn ich eine schlechte Kindheit gehabt habe, dann sind diese Menschen in der Schule, im Elternhaus aufzufangen. Da muss eine seelische Sicherheit gegeben werden und dann wird dieser Mensch weder zu Alkohol noch Cannabis noch zu etwas anderem greifen. Das heißt, es liegt also nicht an dem Stoff Cannabis, sondern es liegt einfach an dem Menschen selber und an einem Suchtpotenzial. Ja. Kann aber der Mediziner wie, das ja. jetzt bestätigen, dass Cannabis nicht körperlich abhängig macht, sondern seelisch? Verlangt also der Körper nach Cannabis? Ich bin kein Psychiater und die Unterscheidung ist mir zu hoch. Ja? Aber wir reden sowieso über Kleinigkeiten. Ja? Wir reden über Kleinigkeiten. Absolut. Also die WHO schätzt, ja, dass weltweit 4% der Bevölkerung regelmäßig Cannabis konsumiert. Von diesen 4% wird ein Zehntel wird süchtig. Also das, wir reden jetzt über einen kleinen Punkt seit 10 Minuten. Das ist, es gibt's schon, okay, aber was sollen wir jetzt tun? Ja? Also kann man konstatieren, die Suchtgefahr bei Cannabis ist eine vernachlässigbare Größe. Ja, also wenn jetzt meine Tochter betroffen wäre, würde ich das nicht sagen, aber für die Gesellschaft als Ganzes ist es kleiner als vernachlässigbar. Ja. Natürlich, jeder, der eigene Kinder hat oder so, der sieht das natürlich und keiner will, auch wir nicht vom Cannabis Social Club, möchte, dass irgendein Kind oder irgendein Jugendlicher, der noch nicht ausgereift ist in seinem Körper, eine Droge oder Cannabis zu sich nimmt, um Gottes Willen. Hier geht es um das erwachsene Menschen, Punkt. Ja, um erwachsene Menschen, die bereits ausgewachsene Organe haben und selbst entscheiden können, was ihnen gut tut und was nicht. Da möchte ich einhaken, die Cannabinoide können ja auch das Zellwachstum verlangsamen oder hemmen und im schlimmsten oder besten Fall auch stoppen. Und das ist natürlich für ein wachsendes Gehirn eine Katastrophe. Deswegen ist es auch für Jugendliche gar nicht zu empfehlen. Es gibt aber jetzt schon Biotech-Firmen, die es schaffen, im Hanf die Wirkstoffe so zu extrahieren, dass dieser Anteil des Suchtmittels, der psychoaktiven Substanz, so gering ist, dass man auch jetzt krebskranke Kinder behandeln könnte damit. Also das ist schon ein Fortschritt auf einem biotechnischen Gebiet. Genau, also die Cannabispflanze hat ja ungefähr 100 Wirkstoffe. Die bekanntesten sind davon CBD und THC. Und THC wird halt als High-Mittel oder als, wie kann man das richtig beschreiben? Als psychoaktive Substanz bezeichnet. Und das CBD ist eigentlich eher für den Schmerzbereich zuständig. Und deshalb haben jetzt sich diese Biotechniker daran gemacht, auch CBD-Pflanzen zu züchten, wo das THC praktisch rausgezüchtet ist. Das wäre ja ein positives Signal in Richtung Legalisierung, wenn man das auch kontrollieren kann. Wie du gesagt hast, bei einer Tablette, das ist eine Tablette, da weiß ich, was drin ist. Und das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, es ist bequem. Ist bequem, ja. Ist bequem, genau. Ja. Ist bequem, ja. Aber also Messer, Schere, Feuer, Licht sind für kleine Kinder nicht, ja? Also Kinder sollten sowieso weder Alkohol noch Zigaretten noch was weiß ich. So eine Entscheidung ist nur für Erwachsene. Ganz ja? genau. Und okay, also die Suchtgefahr ist vernachlässigbar. Die WHO schätzt 4% der Weltbevölkerung, Zehntel davon ist süchtig, also 0,4%. Ja, wenn wir das mit Alkohol vergleichen, ist das eine nachlässigbare Zahl. Wer jetzt Interesse hat, sich da mal einzubringen in irgendeiner Form, das ist natürlich sehr erwünscht, denke ich. Soll ich dazu was sagen? Also wir sind jetzt gerade am Aufbau unserer Seite, wir sind jetzt gerade dabei, uns richtig zu strukturieren. Unsere Homepage wird bald zu erreichen sein unter cs
fc-salzburg.at. Und jeder, der sich an uns wenden möchte, schon mal Informationen haben möchte, vielleicht sogar aktiv dabei sein möchte, den bitten wir, sich unter csc-salzburg@legalize.eu kurz per E-Mail zu melden, und wir werden uns dann sofort zurückmelden und freuen uns auf sämtliche Leute, die uns irgendwie helfen möchten. Trifft das auch auf Mediziner zu, die vielleicht Erfahrung gemacht haben mit der Behandlung, oder auf Patienten, die das länger schon praktizieren, ohne an der Öffentlichkeit jetzt Also das betrifft natürlich gerade Leute, also Ärzte, die uns helfen können, Leute, die vielleicht gute Beziehungen in die Politik haben, Patienten, die nicht vorne und nicht hinten weiter wissen, wo sie hin sollen, können sich gerne an uns wenden. Ja. Das Thema wäre ja eigentlich, wo du Politik gesagt hast, eins für die Grünen. Ja, jede Partei ist da im Grunde genommen herzlich eingeladen, bei uns mitzuwirken. Wir möchten jetzt eine Studie beantragen, dass wir das wirklich ganz toll hinbekommen und erstmal das als Modellversuch laufen lassen können, um der Gesellschaft zu zeigen, was ist ein Cannabis Social Club. Das führt mich zum Mediziner mit den Studien. Wir haben vorhin mal geschaut, in 2014 gab es schon eine Menge Studien zu dem Thema. Es gibt viele Publikationen, einige davon sind Studien, einige sind neu, aber also ich fasse von meiner Perspektive aus zusammen, ja. Nicht rauchen, keine Joints, nehmen Sie Cannabis in einer anderen Form. Kekse. Zweitens, nicht fahren oder Fahrrad fahren, wenn man high ist, egal ob mit Cannabis oder irgendeinem anderen. Ja? Und drittens, ja, es gibt gute Daten bei Krebspatienten, bei Schmerz, bei Krebspatienten, bei Nebenwirkungen von Chemotherapien, wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, bei Multiple Sklerose-Patienten. Aber ich denke, das Ganze, ich verstehe die Kritiker, aber unterm Strich, glaube ich, ist es nützlich, und unsere Politiker sollten sich Gedanken machen, ob sie das überhaupt freigeben, also nicht nur für Patienten, sondern ganz, und dann könnte jeder Patient ja so viel bekommen, wie er wollte. Das war jetzt eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Politiker, habt ihr es gehört, ihr sollt euch darüber Gedanken machen. In der Basis der Gesellschaft ist der Cannabis und der Gedanke, damit heilen zu können, glaube ich, schon angekommen, wenn man sich so umhört, was die Leute darüber wissen und schon gehört haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Mario Danne, Obmann von Legalize EU und stellvertretender Obmann des Cannabis Social Club Salzburg. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich auch sehr bei unserem Fachmann, Mediziner und Prüfarzt des Landes Salzburg, Dr. Dara Kopa. Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge. Bitte, gern geschehen. Mein Name ist Eva Maria Griese. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die uns so lange zugeschaut haben. Ich hoffe sehr, es waren ein paar Impulse dabei, und vielleicht hilft ja jemand mit, dieses weite Feld der Cannabinoide und des Cannabis und der Legalisierung zu beackern. Ich glaube, es braucht dazu Anstrengungen von der Basis und nicht nur von der Politik. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.